So, ich habe gesagt, also ja, wenn wir Folgen haben, wir müssen entscheiden, ob sie konvergieren oder nicht, nicht? Also im Prinzip ja. Wir wollen entscheiden, ob sie konvergieren und dafür gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt erstmal natürlich einfache Folgen, für die man das mehr oder weniger direkt machen kann, nicht? So wie die Folge 1 durch n. Da kann man quasi auf die Definition zurückgehen und es gibt halt ein paar einfache und wichtige Folgen, für die man einfach direkt den Grenzwert ausrechnen kann. Dann gibt es natürlich kompliziertere Folgen, die aber durch unsere algebraischen Operationen, also Plus und Mal und dann natürlich auch Subtraktion und Division und so, auf andere Folgen zurückgeführt werden können. Nicht? Und da sollten wir natürlich dann verstehen, wie sich der Grenzwert bezüglich dieser algebraischen Operation verhält. Aber der verhält sich schön. Das heißt im Prinzip komplizierte Folgen, die durch algebraische Operationen aus einfacheren Folgen aufgebaut sind oder aus Folgen, die ich schon verstehe, die kann ich dann auch berechnen. Ja, und dann ist halt noch die Möglichkeit, dass ich versuchen sollte, Folgen zu kontrollieren, wo ich den Grenzwert nicht unbedingt berechnen kann, wo ich den aber vergleichen kann mit anderen Folgen. Nicht? Okay, und da kann ich halt versuchen, komplizierte Folgen durch einfache Folgen abzuschätzen. Nicht? Das sind so verschiedene Ideen, die wir uns jetzt im Folgenden angucken werden. Und ich möchte jetzt beginnen mit den algebraischen Operationen. Nicht? Also gut, wir werden uns nachher noch ein paar einfache Folgen angucken, die wir berechnen können. Aber vielleicht ist es gut, erstmal zu verstehen, wie sich Grenzwerte und so bezüglich algebraischen Operationen verhalten. Und die verhalten sich eigentlich sehr schön. Ne? Also bezüglich Multiplikation und Addition ist es genauso, wie man es erwartet. Bei der Division muss ich halt aufpassen, dass ich nicht durch 0 dividiere, aber ansonsten ist da auch alles okay. Also hier schreibe ich einfach mal diese Aussagen hin. Ja, also ich nehme, sagen wir mal, ich nehme zwei Folgen, also xn und yn, das sind Folgen von reellen Zahlen, und ich nehme an, die konvergieren. Ne? Also ich starte natürlich mit konvergenten Folgen und will dann für andere Folgen auch zeigen, dass die konvergieren. Also xn und yn sollen zwei konvergente Folgen sein. Konvergente Folgen reeller Zahlen. Und ich nehme an, die konvergieren und dann gebe ich den Grenzwert natürlich einen Namen, nenne ich die x und y. Also x sei der Grenzwert der Folge xn und y sei der Grenzwert der Folge yn. Gut, und jetzt kann ich natürlich diese Folgen addieren oder ich kann sie auch multiplizieren. Ne? Das sind die Grundobjekte, die ich machen kann, die Grundoperationen. Und ich behaupte, dann konvergieren die auch und der Grenzwert ist halt einfach als die Summe oder das Produkt gegeben. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt die Folge angucke, wo ich meine gegebenen Folgen addiere, und ich nehme dann natürlich das nte Folgenglied von der Summe, ist die Summe der nten Folgenglieder von vorher. Das heißt, ich nehme also xn plus yn. Ne? Das ist jetzt eine neue Folge. Und ich behaupte, die Folge hat einen Grenzwert. Und der ist halt einfach gegeben durch die Grenzwerte von xn und von yn. Nicht? Also das ist dann also x plus y. Ja, und ich kann hier natürlich auch Minus nehmen. Ne? Das geht natürlich genauso. Ja, und ich kann die auch multiplizieren. Ich kann also die zwei Folgen miteinander multiplizieren. Ich kann also xn mal yn nehmen. Ja, das ist jetzt eine neue Folge in n. Ja, und ich kann mir überlegen, was passiert mit der. Und die konvergiert auch. Und der Limes davon ist, wie nicht anders zu erwarten, ist einfach das Produkt der Limites von den beiden getrennten Folgen. Ist also einfach x mal y. Ja. Gut, okay, ja. Wenn ich dann statt mal das durchnehme, dann muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass ich nicht durch 0 dividiere. Das heißt, ich sollte also voraussetzen, dass der Grenzwert von der y-Folge nicht 0 ist und die yn sollten am besten, die sollten auch alle von 0 verschieden sein. Ne? Sonst macht das Dividieren ja keinen Sinn. Also wenn ich annehme, ist auch y verschieden von 0. Und alle yn verschieden von 0. Dann kann ich auch die Quotientenfolge betrachten, die konvergiert dann auch und hat genau den Grenzwert, den ich erwarte. Na, dann gilt auch, dass die Folge xn
durch yn, und die macht ja Sinn, weil ich annehme, alle yn sind von 0 verschieden, also das hier ist immer irgendeine reelle Zahl. Da kann ich den Grenzwert dann betrachten, und meine Aussage ist, wenn die xn konvergieren und die yn konvergieren, dann konvergiert es hier auch, und der Grenzwert ist nichts anderes als der Quotient der Grenzwerte von den beiden einzelnen Folgen. Ne? Und nach Voraussetzung, nicht? Also ich muss ein bisschen aufpassen, die Tatsache, dass alle yn von 0 verschieden sind, heißt nicht unbedingt, dass der Grenzwert von 0 verschieden ist. Ne? Also ich muss das als extra Voraussetzung hier reinnehmen. Nicht? Weil 1 durch n zum Beispiel, ne? 1 durch n, die sind alle von 0 verschieden, aber 1 durch n konvergiert ja gegen 0. Ja? Okay, also es reicht nicht aus, nur zu fordern, dass alle yn von 0 verschieden sind, sondern ich muss auch fordern, dass der Grenzwert selber von 0 verschieden ist. Ja, gut, okay, das ist also so schön, wie ich es eigentlich nur erhoffen kann. Und das ist eigentlich auch, der Beweis davon ist im Prinzip vielleicht intuitiv auch klar, und vielleicht mache ich es einfach nur mal für die Summe. Ne? Also der Beweis für die Summe, nicht? Also für die Summe sagt das Ding ja aus, wenn, also ich behaupte, der Grenzwert von xn plus yn ist x plus y. Ne? Das heißt, ich behaupte also, xn plus yn liegt für hinreichend großes n beliebig nahe bei x plus y. Nicht? Und was ich weiß als Voraussetzung ist, für hinreichend großes n liegt xn hinreichend nahe bei x, und für hinreichend großes n liegt yn hinreichend nahe bei y. Okay, und das ist intuitiv klar, und formal ist es wieder die Dreiecksungleichung. Ne? Das heißt, der Beweis, ich schreibe mal die wesentliche Aussage hin, also was ich machen muss, ist ja xn plus yn, ne? Ich will zeigen, diese Folge konvergiert, und ich will zeigen, die konvergiert gegen x plus y, also muss ich sehen, dass diese Differenz hier für hinreichend großes n beliebig klein wird. Ja? Das muss ich jetzt wieder zurückführen auf mein Wissen, dass xn gegen x und yn gegen y konvergiert. Das heißt, ich schreibe das hier um als xn minus x, da weiß ich was drüber, plus yn minus y, da weiß ich auch was drüber. Ja, und jetzt habe ich wieder hier eine Summe von zwei Termen, die ich gut kenne. Von daher kann ich den Betrag von der Summe abschätzen durch die Summe der Beträge. Ne? Also die Dreiecksungleichung sagt mir, das hier ist auf jeden Fall kleiner gleich der Betrag von xn minus x plus der Betrag von yn minus y. Ne? Okay, aber das ist jetzt genau die Information, die ich habe, nämlich für n hinreichend groß wird das hier beliebig klein, und für n hinreichend groß wird das hier beliebig klein. Nicht? Also zum Beispiel kann ich das hier, sagen wir, kleiner als epsilon halbe machen. Ja, für n größer als ein n, das von epsilon halbe jetzt abhängt, sagen wir. Ne? Und vielleicht mache ich hier noch ein x dran, ne? Um zu sagen, dass es jetzt die Aussage für x ist. Und hier weiß ich, wenn ich das n nur hinreichend groß mache, kann ich das auch beliebig klein machen. Sagen wir zum Beispiel kleiner als epsilon halbe. Das weiß ich, das gilt, wenn ich das n größer gleich mache, wie ein groß n, von epsilon halbe, was aber jetzt von y abhängt. Ne? Also dieses n hier muss nicht das gleiche sein wie hier. Nicht, aber ich weiß jetzt, wenn n so groß ist, passiert das. Wenn n so groß ist, passiert das. Dann mache ich das n jetzt einfach so groß, dass sowohl größer ist als das, als auch als das. Und dann gilt ja hier beides. Ne? Dann habe ich also, das ist kleiner als das und das ist kleiner als das. Das heißt, das Ganze hier ist also kleiner als epsilon halbe plus epsilon halbe. Das ist ja epsilon. Nicht? Für, wenn das n halt größer ist als das Maximum von diesem nx und dem ny. Ja, wenn also hier beides gilt. Echt? Okay. Und hier habe ich epsilon halbe gewählt, damit ich am Schluss epsilon habe. Ja, ich will ja zeigen, dass hier, wenn ich das n hinreichend groß mache, also wenn ich es so groß mache, dann muss ich gewährleisten, dass das kleiner ist als epsilon. Ja, okay. Und dafür mache ich halt das hier kleiner als epsilon halbe und das hier auch kleiner als epsilon halbe. Also das ist der formale Beweis für das, was intuitiv hoffentlich einsichtig ist. Nicht? Aber nochmal darauf hinweisen, die formalen Beweise, die Dreiecksungleichung ist da wirklich das Wesentliche. Ne? Weil die erlaubt mir halt Informationen über
die x und über die y zu übertragen zu Informationen über die Summe von beiden. Nicht? Also wenn ich die beiden Terme kenne und ich kann die kontrollieren, dann kann ich auch die Summe kontrollieren. Okay. Und für Produkte und so geht es halt ähnlich. Ne? Das will ich jetzt nicht weiter vorführen. Kann sich ja vielleicht jeder mal selber überlegen. Also fürs Produkt ist es ein bisschen komplizierter, muss man sich noch ein bisschen was zusätzlich überlegen, aber das, im Prinzip geht es in eine ähnliche Richtung.